Der Steg ist frei. Ist der wirklich frei? Also ich traue dem Braten ja nicht ganz so. Da läuft er, da steht er mal eben kurz ein 2-3-Meter-Krokodil und... Ich weiß nicht, liebe Leute. Vielleicht könnte ich auf die Pfähle springen und ein paar Meter weiterkommen. Aber was dann? Ich brauche etwas Licht. Ach du Scheiße, jetzt wird der Dreck auch noch gespeichert. Hier sind bestimmt überall Krokodile. Gut, wir brauchen Licht. Ja, meine Idee ist ja immer noch hier. Das ist der Trichter mit den Leinen. Vielleicht in die Tasse? Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Das passt nicht. Das passt nichts. Wir müssen da irgendwie... Ja, klar. Na, jetzt sei mal nicht so zickig. Komm, ein bisschen Feuer machen. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Also hier haben wir einen Eimer mit Petroleum. Okay. Ja, klar. Klar. Und wir müssen das irgendwie destillieren. Da müssen wir wahrscheinlich zum Feuer zurück, nehme ich mal an. Vielleicht kann ich die Petroleumlampe mit Treibstoff füllen. Ich darf nicht trödeln. Blake ist immer noch in der Hand des Mörders. Ja, ja. Der hat Zeit. So, vielleicht mit einem Feuerchen. Eine andere Idee habe ich jetzt gerade mal nicht, liebe Leute. So, zack. So. Jetzt hier in die Kanne vielleicht den Trichter? Das Leinentuch ist zu niedrig. Es könnte Feuer fangen. Ein zerkratzter Kessel. Okay, dann schnibbeln wir es ein bisschen zurecht. Das brennbare Leinen hängt aus dem Trichter. Jetzt ist das Leinentuch kurz genug. Okay, ja, man kann ja ruhig blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Okay, jetzt müsste das ja theoretisch passen. Yeah. So, und jetzt hier das schöne Petroleum da rein. Das geht nicht. Was? Wenn ich das Petroleum erhitze, wird es verdampfen. Okay. Ja, klar. Nur was haben wir vom verdampfenden Petroleum? Gar nichts. Hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Ja, klar. Das geht nicht. Jetzt verdampft die Scheiße. Ach, haha, genau. Das meiste von dem, was in das Rohr soll, entweicht an den Seiten. Okay, dann müssen wir das irgendwie stopfen. Ja, nicht mit dem Handy. Wo ist denn das Reststück vom Tuch? Oder müssen wir hier mal ein bisschen kleben? Komm, wir probieren das mal mit Kleben. Ah, kühl. So, und jetzt hier, schlabberdiwab. Ja, klar. Das geht nicht. Wieso komme ich jetzt an das Rohr nicht dran? Oder jetzt den hier? Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Ab ins Tässchen. Das geht nicht. Das geht nicht. Kessel. Obere Platte des Ofens. Und wenn wir da jetzt die Lampe draufstellen? Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Ja, klar. Hey, wieso ist denn jetzt aber auch die... Kessel? Der Kessel ist mit Petroleum gefüllt. Okay. Da wird nichts passieren. Der ist mit Petroleum gefüllt, okay. Abfackeln! Das geht nicht. Geht nicht. Hier so ein bisschen zerwupp. Ja, klar. Das geht nicht. Okay, aber wieso geht das alles nicht? Hier ein bisschen Tee machen. Ja, klar. Okay, also wir haben hier einen Kessel. Der Kessel ist mit Petroleum gefüllt. Der mit Petroleum gefüllt ist. Da wird nichts passieren. Okay, hier haben wir das Röhrchen dran. Da müsste doch theoretisch jetzt eigentlich das Petroleum raustropfen. Will heißen, man müsste theoretisch... Das passt nicht. Kann man denn die Petroleumlampe... Sie ist nicht kaputt. Aber das Kerosin ist ausgelaufen. Aber mit der Tasse kannst du auch nichts machen. Oh. Okay. Das heißt, jetzt haben wir ein... Laienhaft gereinigtes Petroleum. Da
Deskin Petroleum. Okay. Deskin Petroleum in Petroleum Lämmchen. Kühl. Lampe mit gereinigtem Petroleum. Die Lampe mit selbstraffiniertem Petroleum gefüllt. Selbstraffiniert, naja, okay. So, ich weiß allerdings gar nicht, ob ich auf diese Pfähle jetzt dahin will. Das Krokodil war doch ein wenig größer, als ich das gedacht hatte, aber... Aber ich denke mal, Freunde, wir müssen. Wir müssen da durch. Hier ist auf jeden Fall kein Krokodil mehr. Dem hat unser Hühnchen anscheinend geschmeckt. Das ist super. Die Brücke ist im Wasser. Ich komme nicht weiter. Was? Fußabdrücke. Diese Fußabdrücke könnten von Blake stammen. Er hat die Brücken überquert und dann beschädigt? Ja, irgendwie ein kleiner Idiot, ne? Sonst noch was? Hier kann man noch wieder bestimmt herrlich was übersehen. Ihr wisst doch, ich übersehe so gerne. So, Anleger. Aber wo war das denn eben mit den Pfählen? Ach, Brücke rechts, Brücke links. Okay, das war also Brücke links. Jippa. Dann gehen wir jetzt mal Brücke rechts. Und einmal aufs Fragezeichen. Ha, ha, ha. Ha. Die Wasseroberfläche ist ruhig. Aber wer weiß, was in den Tiefen vorgeht. Ich will's, glaube ich, nicht wirklich wissen. So, sie hat gesagt, sie will auf die Dinger springen. Aber wie sollen das gehen? Wasser? Ah ja, sie will Licht haben, hat sie gesagt. Na komm, hier einmal anzünden. Und hier. Da wird nichts passieren. Vielleicht als Deckel, so als Frisbee. Das geht nicht. Ja, klar. Okay. Aber in der Teedingen? Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Eine runde Zinnschale. Aber das passt doch. Ja, klar. Boah, ist die fett. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die so fett ist. Okay, und ist die Lampe da drauf oder was? Da wird nichts passieren. Brennende Lampe und Behälter. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay, vielleicht müssen wir die jetzt festkleben. Das passt nicht. Hallo. Ein optimaler... Ja, ja, optimal. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber sie kann den auch nicht wieder wegnehmen. Hier vielleicht das Ding jetzt da drauf. Ah. Boah, das ist aber auch ganz schön fett. Also das sieht im Inventar so minimäßig aus. Und jetzt irgendwie ziemlich voll die Monsterteile. Also liebe Leute, das. Das Wasser sieht irgendwie alles andere als einladend aus. Das sieht nicht so gut aus. Überall Alligatoren. Aber ich glaube immer noch, ich habe eine bessere Chance, dem Mörder gegenüberzutreten als Blake. Ach, wirklich? Liebe Leute, also bevor ich da jetzt draufsteige, will ich nochmal speichern. Seid mir nicht böse, wir haben zwar hier einen Autospeicher drin, aber... So, weiter. Ach du Scheiße, was machen wir jetzt hier? Pfahl? Oh Gott, da ist doch so ein Pfeil. Ich will mal ganz kurz das Fragezeichen. Ja, die sind alle angezeigt. Das ist zurück. Pfahl. Plattform. Das ist zu weit. Okay, dann würde ich sagen, jumpen wir auf rechten, auf den linken. Das sieht irgendwie ja doch als nähere aus, als nähere Distanz. Allerdings, die kürzesten Wege sind ja nicht immer unbedingt die besten. Aber wir riskieren das jetzt trotzdem. Wir springen hier mal drauf. Okay. Okay. So, jetzt ist das zweimal gut gegangen. Ich würde ja irgendwie glauben, dass bei dem geht jetzt schief, wir nehmen den, aber... Was? Ach du Scheiße.
Du hast gerade ein Hühnchen von uns gekriegt. Nein! Dann war das wohl der Kollege, der das Hühnchen gekriegt hat. Okay, also wenn man zu lange stehen bleibt, dann sind wir Krokodilsfutter. Oder Alligatoren. Aber ich sag lieber Krokodil. Das ist das Bild Krokodil hat sich in meinem Hirn anders eingebrannt als das Alligatoren-Pendant. Aber egal. Also gut, okay. Dann jumpen wir jetzt mal da drauf. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen zügiger. Zerwupp, zerwupp, zerwubbeliwupp. So, sobald die Eier weg ist, auf den nächsten. Hallo? Ja, schön das Gleichgewicht halten. Super, dann nehmen wir auch sofort den nächsten und ja, genau, sieht gut aus und ja, von da direkt rüber kommen, ich wage es ja zu bezweifeln, aber da müssen wir ja drauf. Hallo, spring! My name is Dundee. Crocodile Dundee. Tja. Nicole, hättest du wie der gute Crocodile Dundee ein Messer mit, wäre alles gut. Aber nein, du hast ja nur eine verkackte Wumme. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen. Ich weiß ja auch nicht, wie weit die jetzt springen kann. Ob sie von hier nach da rüber kommt, weil, also wenn ich das richtig gesehen habe, ist der zerbröckelt. Und wenn wir von dem auf den und dann darüber. Da müsste sie ja theoretisch, weil der Abstand ist ungefähr der gleiche wie der nach der. Dann probieren wir das mal von hier nach hier. Ob der überhaupt hält, weiß ich auch nicht. Ach so, sie springt automatisch dahin. Okay. Okay, zack. Da kann ich doch nie im Leben drüber springen. Alter Falter. So, der war noch gut. Zack. Okay, der zerbröselt. Gut, dann nehmen wir mal den hier. Aber ob die so weit springen kann, bis nach hier? Okay. Der Pfahl vor mir ist im Sumpf versunken. Ich habe Angst, darauf zu treten. Wenn ich ihn nur nach oben bewegen könnte. Da ist er doch oben. Okay, jetzt hier sofort den nächsten. Hallo, Schwester, hallo, da drauf. Tralala. Ja, und jetzt, ja. Gut so. Ja. Yeah. Das ist zu weit. Wie, das ist zu weit? Wie, das ist zu weit? Aber der zerbröselt doch. Ah, ne, der war das denn, oder? Okay, weil ich das ziemlich cool finde mit der Animation von dem Alligator, lasse ich das Ding nochmal laufen. Oh. Schnee, Schnapp, Schnappi. Und es wird so rot. Und wir sind tot. Okay, liebe Leute. Jetzt lass mich überlegen. Also, wo war jetzt das Problem? Sie ist da drauf gejumpt und dann wollte sie nicht weiter. Der taucht dann irgendwie plötzlich auf. Okay, der zerbröselt. Dann habe ich sie da drauf springen lassen. Okay, wir machen das nochmal. Wir gehen jetzt erst hier. So. Komm, Eieruhr, verschwinde. Pupinde, Gewinde. Dann da. Na los, Schwester. Kann sie denn hier drüber springen oder ist ihr das zu weit? Also mir wäre es auf jeden Fall zu weit. Das ist zu weit. Ja, ich mir schon fast gedacht. So, dann hier drauf. Dann. Dann hier drauf. Okay. Der Pfahl vor mir ist im Sumpf versunken. Ich habe Angst, darauf zu treten. Ja, komm, wir treten da trotzdem drauf. Ja, hier, da. Nicht quatschen, machen. So, und dann hier. Okay. So, jetzt nehmen wir mal den. Na komm, Schwester, springen! Okay, jetzt nicht. So. Jetzt nicht hier. Ja. Auf den. Na komm. Okay, jetzt der hier. Jetzt nur nicht zerbröseln. Hallo? Na komm.
So, und jetzt hier auf die Plattform. Tralala. Los! Los, spring! Gut gemacht, Niki. Es kann nicht mehr schlimmer werden. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Irgendwie. Wie kriegen wir jetzt diese verkackte... Wo ist denn unser ganzes Inventar? Ey, wir haben nur noch diese verkackte FBI-Karte. Ey, jetzt glaube ich es ja gerade gar nicht mehr. Aber hier ist ein Stock. Okay, damit müssen wir uns mit das Licht, glaube ich, organisieren. Weil das, denke ich mal, brauchen wir. Da hinten sieht es nämlich auch ziemlich finster aus. Stock. Lampe. Holen. Zügig. Ich hab Schiss. Müssen wir den jetzt da draufstellen? Ja, klar. Okay, würde ich dich jetzt... Moment, liebe Leute, seid mir nicht böse, aber da will ich nicht nochmal drüber. Das muss ich jetzt nochmal speichern. Speichern, Spiel gespeichert, weiter. So, okay. Dann gehen wir mal vorausstehenden Pfosten. So, Wasser. Hier kommt wieder die Lampe da drauf. Okay. Würdest du bitte mal stehen bleiben?